Okay, ich bin gleich an der Ecke. Und ich, jemand hat auf mich geschossen. Ja, hallo und herzlich willkommen bei den alten Herren zu Episode 300. Juhu! Juhu! Heute haben wir zwei Gäste, den Toxic und Grützelbirne. Jalla, jalla. Hallo. Yo, hey. Ja, Episode 300 ist etwas Besonderes für uns, denn es ist unsere vorerst letzte Episode von DayZ. Wir wollen ein kleines Päuschen einlegen. Ja. Wir machen eine Pause, bis es mal wieder eine richtig große Änderung gibt in DayZ. 64-Bit-Umstellung oder sowas. Im Moment ist es einfach immer nur dasselbe. Und kann man was anderes spielen in der Zeit. Du hast hier einen Baum versteckt. Das ist ein gutes Versteck. Ich tarne mich. Ja, das Feuer geht aus. Muss aber reinpusten. Moment, Holz auflegen und reinpusten. Also ich puste. Ich puste auch schon. Ich trinke ein bisschen heiße Asche. Genau, ja. Tötet alle Bakterien ab. Nicht nur das. Ja, unser Plan ist es heute, als etwas größere Mannschaft zum Northwest Airfield zu laufen und vielleicht jemanden abzuknallen. Das wäre mal schön. Ja. Vielleicht, ja. Aber wie ihr uns ja kennt, ist die Wahrscheinlichkeit eher größer, dass wir sofort erwischt werden. Ja. Bob und ich. Ja, ich bin da auch ganz weit vorne. Also ich, ich sehe den meisten anderen gar nicht. Das war eine gute Truppe. Ich hätte gerne ein Magazin für meine AK-74, also falls einer eins findet, ne, dann wäre das jawohl. Mal was Feines. Ei, ei, Kapitän. Richte mal aus. Obwohl, nehmen wir mit. Pack mir die jetzt mal auf den Rücken und nehme die Maus lieber in die Hand, das ist wahrscheinlich klüger. Sieht aus wie Wookie-Fell. Es ist auch Wookie-Fell. Du hast Chewbacca getötet. Ja. Okay. Wollen wir los? Wo geht's lang? Auf geht es. Ich folge mal den anderen. Ich hab meinen Kompass nämlich gerade nicht zur Hand. Ne, wir müssen hier. Da muss man die Mauer. Wenn wir da gerade auslaufen, rechts ist das einzelne Jail. Da gehen wir erstmal hin. Da ist nämlich auch eine kleine Baracke und da könnte ein Magazin drin liegen. Chaka. Ich werde aber nochmal kurz meine Effekte ein bisschen lauter stellen. So. Damit ich den Feind auch höre. Ach. Meistens hörst du eh nur Klack, Knall oder Zisch oder so. Ja, genau. Und dann you are dead. Ja. Bisschen fällst du nochmal unconscious. Dass du nochmal aufstehen kannst. Das ist auch das Beste, ne? Keiner schießt noch ein zweites Mal, wenn jemand am Boden liegt. Dann kannst du immer eine Minute warten und dann stehst du wieder. Ja. Ich habe letztens zwei abgeknallt, die haben mich verfolgt und da habe ich auch echt nochmal drauf geschossen, als sie im Boden lagen. Ja, die werden sich das zweimal überlegen. Halt, was ist das? Nichts. Lass uns aber zusammenbleiben, weil dann überlegen sich die anderen auch zweimal, ob sie uns überhaupt angreifen. Ja, die denken sich dann jetzt erst recht. Wieso auf dem Airfield ist gleich eine Gruppe von 8 Spielern? Also um euch mal auseinanderzuhalten, grüner Rucksack, grüner Helm, AK in der Hand ist Grützelbirne, blauer Rucksack ist Ganon, grüner Rucksack ist Toxic. Wo ist wer? Hat da irgendwer geschossen? Ich hab nichts gehört. Ja, auch noch nicht. Ich auch nicht. Du hast deine Effekte zu laut. Hier, ich hab ihn geschossen. Jemanden schießen hören. Was? Von wo denn? Ich höre doch der Schüsse. Vom Airfield. Ich höre keine Schüsse. Doch. Ich glaube, ich muss meinen Lautstärke auch hochdrehen. Hundertprozentig. Da schießt wer. Ey, der blaue Rucksack fällt auf. Bisschen. Ich habe keinen anderen gefunden. Und ich bin stolz drauf, dass ich den gefunden habe. Gut, vielleicht schießen die am Airfield Zombies kaputt. Vielleicht schießen sie auch selbst kaputt. Wäre natürlich schön. Kann man looten. Scheiße, wo ist das Loch? Hier. Da. Jetzt habe ich auch Schüsse gehört. Die kommen mal von hinten. Was? Mein 5.1-Headset sagt, die Schüsse kommen von hinten. Ich habe überhaupt keinen Schuss gehört. Kann doch irgendein Hall oder so sein. Ich weiß nicht, wie die Sound Engine hier ist.
Na, aus der Richtung, wo wir hergekommen sind? Ja. Mhm. Hm. Aber hey, was soll's? Das ist kein echtes 5.1, das ist nur emuliert. Tja. Kommt eigentlich direkt vor dir. Ich renne jetzt mal zu den Baracken. Kanäle wahrscheinlich vertauscht. Ah, ich bin links von euch. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dem blauen Rucksack. Also oben in der Baracke ist nix. Ich hab wieder was schießen hören. Da hinten bewegt sich was. Wo? Ist ein Zombie. Hinter dem Tor. Im hey. Gebüsch. Hier wird doch geschossen, hör ich. Also irgendwas ist mit meinem Sound nicht stimmen, ich hör's nicht. Doch keine Bugs. Also jetzt höre ich aber auch nichts mehr. Nee, jetzt auch nicht. Und die Effekte sind laut eingestellt. Okay, ich geh mal eben zur Baracke. Ich gehe durch die Wand. Ich folge. Okay, ist alles leer, so wie es aussieht. Ich gehe rein. Ich komme. Okay, die kleine Baracke ist leer. Strohhut im ersten. CR-527 Karabiner. Smash. Oh, ein Smash Backpack. Hat jemand ein Tortega Backpack? Nein. Nee. Nein. Nur Schuhe. Ja, das war's. Ich glaube, dann kann ich die AK auch wegschmeißen, da werde ich jetzt nichts mehr für finden. Wieso hier das große Gebäude noch? Ja, da ist wahrscheinlich nur Leute drin, die mich töten werden. Du wolltest eh Leute töten. Ja, ja, ich wollte sie töten und nicht getötet werden. Ich habe nicht mehr die besten Reaktionen. Wenn ich jetzt um die Ecke laufe, in den Raum rein und da steht jemand, dann knallt er mich zuerst ab. Das musst du üben. Kann ich trainieren. Den Suppressor von der AK auf die Maus hinmachen? Ne, schade. Ich höre hier wieder Schüsse. Ich nicht. Druck abnehmen. Leute, ich muss mal ganz, ganz kurz mich verstecken. Mein Telefon klingelt gerade. Tut mir echt leid. Gleich wieder da. Ja, mach. So, sorry, ich bin wieder da. Sag Bescheid, wenn du in die Barke reingehst. Seid ihr da drin? Da muss ich ja nicht mehr rein. Wir können auch rauskommen, glaube ich. Könnt ihr von da oben aufs Airfield gucken? Ja, wir sind schon alle unten. Was tastest du dich denn ab? Ich habe gerade gesehen, ich habe einen B-Pod im Inventar. Braucht denn jemand von euch? Also an die Maus hin und an die AK-74 passt er leider nicht dran. Nee. Okay. Dann werfe ich das Ding jetzt mal weg. Obwohl, vielleicht finde ich auch eine M4. Ja, was wollen wir machen? Richtung Airfield, also aufs Airfield wollten wir doch. Aber wir können doch nicht quer drüber laufen, oder? Dann sind Warum wir tot. Nicht? Schlangenlinien. Aber ich leg mich mal hier ins Gras und gucke, ob ich irgendwie was sehen kann. Könnte ja einer scouten? Scouten. Scouten. Das heißt, wir schicken jemanden vor und wenn auf ihn geschossen wird, wissen wir, da ist einer? Nein, einer muss gucken. Also ich habe einen Long-Range-Scope, aber ich weiß nicht, von wo aus ich gucken kann. Hier ist überall so hohes Gras. Ja, sonst kann ich rüberrennen. Ja, ich kann auch mit rüberrennen, das ist nicht das Problem. Okay, also in der Feuerwache ist keiner drin. Gut, dann würden wir doch mal... Der Tower doch mal ist auch leer. Ihr könnt ja vorrennen und ich gucke von hinten die ganze Zeit. Ja, okay. Was ist als Ziel zum Anlaufen? Feuerwache? Tower?
Tower. Ich laufe Richtung Tower jetzt. Gut, auf zum Tower. Nicht, dass einer oben auf der Feuerwache liegt, ne? Immer schön in Schlangenlinien. Oh, da ist einer bei der Feuerwache. Das seid ihr noch nicht, ne? Nein. Okay. Oben drauf oder wo? Nee, der ist gerade unten rein. Aber ich habe ihn verloren, weil da ein Gebüsch in meinem Sichtfeld ist. Gut. Der ist aber auch gut gegiert. Ja. Ich gehe mal auf die andere Seite meines Gebäudes hier. Vielleicht sehe ich da mehr. Sehe ich noch weniger. Okay, dann lege ich mir mal unter die Tanne hier vorne. Oh, Zombie Braut, das ist nicht gut. Hätte ich jetzt nicht geedit bekommen. Auf der Feuer, also in der Feuerwache sagst du, ne? Ja. Sag Bescheid, wenn er rauskommt oder wenn er sich bewegt. Ich versuche hinter den Tower zu kommen. Okay. Ja, ich laufe Richtung Hangar. Und von da aus. Das Problem ist, ich kann mich nicht hinlegen, sonst sehe ich nichts mehr. Und wenn ich knie, wackelt er ganz schön. Also ich kann von hier aus nichts treffen. Ich bin jetzt hinter den Tower. Da ist er, glaube ich, oben auf dem Dach. Da oben bewegt sich was. Oben? Ich meine, da ist was, aber ich kann mich auch gerade täuschen. Ich bin hinterm Tower. Ich bin zwischen den Hangaren. Ich sehe nichts. Also ich sehe nicht mehr. Entweder steckt er irgendwo, aber die Leitung geht da nicht hoch und runter. Ja, oder ist hinten raus. Ich habe langsam Angst, dass ich hier erschossen werde, wenn ich hier noch knie. Oh, ich hier weiter hinterm Tower rumrenne. So, entweder schießt er gleich, dann wisst ihr, dass er noch da ist. Wo bist du? Ich laufe gerade auf den Tower zu, auf die Rückseite. Da bin ich auch, ja. Oben auf dem Tower sehe ich keinen. Dann war es nur eine Einbildung von mir. War es eben ein Trinkbug? Hatte ich auch, das Geräusch. Gut. Ich glaube, im Feuerwehrgebäude ist keiner mehr. Oder er hat uns gesehen und hat sich irgendwo versteckt und wartet. Das kann gut sein. Ich bin jetzt an der Feuerwehr. Ich bin jetzt am letzten Hangar. Auf der Rückseite. An der Feuerwehr vorne. Okay, ich sehe dich. Ich sehe dich laufen, ja. Gehst rein. Ich komme nach. Zwischen den Baracken. Ich höre einen LKW. Da kommt ein LKW. Achtung, der fährt rein. Wo fährt er rein? Bei uns? Nein, er fährt dran vorbei. Ich hab Schuss gehört. Er ist nach oben. Ich hab geschossen. Er ist nach oben gefahren. Die Runway hoch. Ein blauer LKW. Ist schon wieder die Leiter hochgegangen, die Treppe? Nein. Ich mache hinten die Feuerwache auf. Okay. Ich wechsle jetzt meine Position. Ich habe geschossen. Nicht, dass er den Leiterbug angewendet hat und durch die Wand geglitscht ist. Ja, dann ist er halt oben auf dem Dach. Aber da sehe ich auch keinen. Ich mache hier hinten wieder auf und gehe raus. Nicht, dass hier gleich einer vor der Tür steht. Ja, machst du wieder zu? Ja. Okay. Ich überlege gerade, ob ich hochgehe, aber... Seid ihr jetzt alle in der Feuerwache? Position. Ja. Nein, Toxic ist wieder rausgegangen. Okay. Toxic, ich sehe dich nicht. Ich bin hinter der Feuerwache. Okay, da kann ich dich nicht sehen. Wer schießt? Ich nicht. Wer schießt? Bewusst. Ich auch.
Wenn ihr aus der Feuerwache Richtung Turm rausguckt, also in die LKW-Richtung. Turm? Wo ungefähr stand der Schütze? Im Wald oder? Den habe ich nicht gesehen. Ich habe nur neben mir Schüsse einschlagen sehen. Und von da aus dann überlegt aus der anderen Richtung. Wo genau war das? Ich bin an den Baracken gewesen und da an die Wand ist das eingeschlagen. Also aus der in die Richtung, in die der LKW gefahren ist, muss das gekommen sein. Nochmal Schüsse. Und ich bin tot. Dann war das der, der an der Feuerwehr war. Das hat ja aber in der Nähe geknallt. Ja. Ich hab da hinten rennt wer jetzt hinter die Mauer gelaufen, hinter den Hangaren. Da kann ich nichts sehen. Auf der Rückseite der Hangare hinter die Mauern gelaufen. Welcher Hangar von dir aus gesehen? Direkt gleich zwischen dem ersten und dem zweiten Hangar von uns aus gesehen, rechts neben der Feuerwache dahinter. Da läuft er. Wo ist da? An der Mauer. Richtung Feuerwache oder Richtung andere Richtung? Da, ich seh ihn. Der kommt jetzt rein in die Feuerwehr. Er ist drin. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich bin gerade in die Feuerwehr gelaufen, also dementsprechend. Ach, du hast das. Oh, da habe ich auf dich geschossen. Hast du auf mich geschossen? Ja. Hinter, der ist an der Tür. Nein, das bin ich. Ach, das bist du. Leute. Ich dachte, ihr seid drin. Nein, ich habe doch gesagt, dass ich wieder rausgehen. Raus. Ich komm jetzt. Wo bist du jetzt? Ich bin jetzt an der Hintertür der Feuerwache. Okay. Innen drinne. Dann komme ich rein. Gut. Seid froh, dass ich nicht treffe. Boah, ich bin tot! Ich hab ihn gesehen, das Schwein. Wo ist er? In der Feuerwehr gleich. Ich sehe deine Leiche. Wie? Wer ist denn jetzt hinten reingekommen? Ja, ich. Ah, gut. Ja. Bist du draußen? Aber ich habe dich nicht erschossen. Der stand zwischen Feuerwehr und Tower. Bist du draußen oder bist du drin? Ich bin in der Feuerwehr. Okay, dann sehe ich den Schützen draußen rumlaufen. Ja, knallt. Ist auch viel zu weit weg. Und ich wackel so sehr. Wo rennt er rum? Richtung Tower ist er gerade und jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Und er schießt. Da er wird von einem pinken Zombie verfolgt. Entweder ist jetzt in den Tower rein oder ist hinten rum irgendwo gelaufen, weil ich sehe ihn nicht mehr. Ich renn hinten um die Feuerwehr rum. Ich höre Schüsse. Ist noch jemand in der Feuerwache? Nein, jetzt nicht. Jetzt bin ich ja raus. Wo zum Geier bin ich? Viel zu viel Gras hier. Schüsse? Ich war da, er ist oben im Tower. Oben im Tower, kommt da ran. Er hat's aber hingelegt jetzt. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch oben ist oder ob er geht. Ich muss doch einen killen heute, Freunde. Bist du, guckst du auf den Tower gerade? Ja. Okay, dann sehe ich dich. Ah, er ist aufgestanden. Er geht da rum. Er guckt in meine Richtung. Ich weiß nicht, ob ich ihn erledigt habe, weil der nach dem Schießen immer nachlädt. Ich sehe ihn nicht mehr. Aber er weiß, wo ich bin, das heißt, ich werde jetzt einfach meine Position wechseln. Ihn auch nicht. Vielleicht ist er auch tot. Kann sein, dass ich einen Lucky Shot hatte. Ich bezweifle es. Warum nicht?
Wechsel noch mal meine Position. Okay, ich sehe nicht mehr im Tower. Ich habe gerade eine echt beschissene Position. Hier kann ich nur das Oberteil des Towers sehen, weil überall Gras ist. Kann sein, dass es schon draußen ist. Ah, er scheint sich jetzt zu verstecken oder er ist wirklich tot. Recht uns. Schüsse, er ist nicht tot. Okay. Wo bist du? Ich bin schräg gegenüber vom Tower, hinter der Feuerwehr praktisch, auf diesem einen Gelände, wo das Jail ist. Aber ich kann auch mal wieder nicht eruieren, von wo aus er geschossen hat, sehe ich wieder nicht. Tower ist er nicht. Okay, Schüsse in meiner Nähe. Bei dir? Ja. Irgendwer schießt mit Schnellfeuergewehr auf mich. Du bist wo? Genau. Hinter der Mauer jetzt. Auf der anderen Seite? Ja, gegenüber. Auf der anderen Seite der Runway. Das war auf jeden Fall ein Maschinengewehr, was auch gerade auf mich geschossen hat. Hast du es gehört? Ja, ganz deutlich. Keine Ahnung, von wo das kam. Ja, nochmal. Ja. Aber auf mich kann er nicht mehr schießen, weil ich hinter der Mauer bin. Dann schießt er es auf ihn anders. Auf mich schießt er auch nicht. Ich sehe ihn aber auch nicht. Mysteriös. So, ich bin jetzt in einem Häuschen hier. Hab ich da mal verschanzt. Wer steht denn da? Ich bin das, im Jail. Nein, ich meinte auf dem Airfield, auf dem Runway. Was, da steht einer? Ah, ich hab da gerade irgendwas gesehen, aber... Ah, ist ein Zombie. Tja, was machen wir? Weiß ich auch noch nicht. Ich renne mal weiter hier hinter der Mauer das Runway hoch. Oh, hier ist ein schöner Felsen hinter, den verstecke ich mich jetzt mal. Der Felsen auf dem... Da auf dem Gelände? Auf dem Grünstreifen zwischen Fußgängerweg und erstes Flugfeld hier, Airstrip. Ah, hier sehe ich ja gar nichts. Nee. Scheiße, ich weiß echt nicht, wo ich hin soll.
Der vom Tower guckt. Ja, der wird irgendwo auf dem Tower stehen noch. Könnte man den Zombie da vorne adden, der da steht. Das verdammte hohe Gras, ich sehe überhaupt nichts. Ich traue mich jetzt noch nicht rüber. Ja, wenn ich wenigstens einen kleinen Anhaltspunkt hätte, wo der sein könnte. Ich meine, ich habe. So, ich stehe jetzt im nächsten Baum. Mal gucken, ob ich von hier aus was sehen kann. Also im Tower oben sehe ich ihn nicht mehr. Hier läuft er. Wo? Hier hinterm Jail ist er. Gut, dahinter kann ich nicht gucken. Aber ich hab's im guten Blick, also wenn du irgendwie nach vorne lockst. Läuft gerade ein Zombie davor rum. Wo steckst du? Ich bin direkt hinter dem Jail. Das Jail, was hinter der Feuerwehr ist, ja? Ja. Gibt's ja nur eins, ne? Also, ja, gut, da hinten noch weiter hoch noch eins. Bin ich hinter der Ecke und halte die AKM im Anschlag und warte, dass er vielleicht rauskommt. Also, dich sehe ich nicht. Nee, kannst du auch nicht von da. Es kann auch sein, dass ich gleich tot bin, weil er von der ganz anderen Seite kommt. Oh, hör auf. Ich glaube, mich nicht allein hier oben lassen. Also ich hatte gerade Glück. Ich bin am Schiff und habe einen anderen Spieler laufen sehen und er ist vor mir runtergefallen und ist tot und ich konnte mir seine Sachen klauen. Super. Das tote Schiff halt, ne? Los, komm raus. Ist er im Jail? Ja, ich glaube, der ist da reingegangen. Okay, dann sehe ich ihn zumindest nicht in den Räumen. Da habe ich nämlich guten Blick drauf. Ist der da gar nicht reingerannt? Doch, wahrscheinlich doch. Ja, machen wir denn? Ich komme jetzt zu dir. Ich laufe jetzt übers Airfield. Bist du beim Jail bei dem großen quadratischen Teil oder bei dem Anbau? Wenn du auf mich zuläufst, bin ich links rum, praktisch. Okay, also bei dem großen Teil mit den ganzen Fenstern. Richtig, nicht bei dem Unterbau da, wo du reingehen kannst. Sondern auf der anderen Seite stehe ich an der Ecke. Ich laufe jetzt quer übers Airfield. Das ist keine gute Idee, keine gute Idee. Gute Idee, gute Idee, gute Idee. Gute Idee, gute Idee. Nein, das ist keine gute Idee. Irgendwer wird sich drüber freuen. Ja, mit Sicherheit. Ich laufe wunderschön zickzack. Hinten am Airfield läuft irgendjemand, aber ich weiß nicht, ob es ein Zombie oder ein Spieler ist. Ich traue mich jetzt noch nicht anzuhalten. Okay, ich bin gleich an der Ecke. Und jemand hat auf mich geschossen. Ich bin getroffen. Ich bin bewusstlos. Von wo denn? Keine Ahnung, das war sehr laut. Ja, ich weiß, ich hab's auch gehört. Da läuft einer. Bitte knall ihn ab. Du bist gut. Hast du kein PSO-Scope? Doch, aber das nützt mir jetzt nichts. Ah. Ist wieder ein typisches, wir machen PvP, oder? Ich hab jetzt zweimal auf ihn geschossen. Ich glaube aber nicht, dass ich ihn erwischt habe.
komm, komm wieder zu Bewusstsein, komm wieder zu Bewusstsein. Ja, you're dead. Oh. Da läuft der Schwein. Ja. Wir könnten auch langsam Schluss machen, weil wir jetzt schon über eine halbe Stunde aufnehmen. Ja, passt. Alle tot, bis auf Grützebirne, der kann uns rächen. Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr uns 300 Folgen lang zugeschaut habt. Ja, vielen Dank und wir sehen uns nach der Pause wieder. Ja, irgendwann wird es weitergehen, keine Sorge, es wird weiterhin DayZ-Folgen von uns geben, nur halt jetzt erstmal eine Weile nicht. Also, macht's gut und vielen Dank, dass ihr beiden dabei wart. Ja, vielen lieben Dank. Gern geschehen. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Da, jetzt bin ich auch hin. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo, wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten aufs Gute hinaus. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.